Liebe Gemeinde, gegrüßt seid ihr im Namen des Wauzes. Es ist schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen an einem so besonderen Tag. Heute wollen wir hier in unserer geliebten Church of Wauz den ersten Weihnachtsgottesdienst feiern. Ein ganz besonderes Programm wartet an diesem besinnlichen Tag auf uns. Unsere Konfirmandengruppe wird das Krippenspiel zur Wauznachtsgeschichte aufführen. Aber vorher wird das Oberhaupt unserer Kirche noch das Wort an uns richten und die heilige Dreifaltigkeit des Investierens in der Church of Wauz predigen. Also gebe ich das Wort weiter an Erzbischof Josef Wautzinger, a.k.a. Wauz Benedikt der 28., a.k.a. Reverend Wauz Joy, a.k.a. The Wauz of Wall Street. Freunde, Brüder, Schwestern und so, Hunde und Katzen, es freut mich, dass ihr euch so zahlreich versammelt habt, denn es ist Wauznacht, die Zeit, um zusammenzukommen und mit kleinen Geschenken, die die Freundschaft aufrechterhalten, an andere zu denken. Aber es ist auch die Zeit, um innezuhalten und an sich zu denken, vielmehr an die eigenen Finanzen. Und deshalb will ich die heilige Dreifaltigkeit des Investierens predigen. Denn das Investieren sollte aus lediglich drei Schritten bestehen. Dass diese mit Sicherheit nicht immer leicht sind, ist klar. Deshalb muss man sie sich immer wieder vor Augen führen. Die drei heiligen Schritte sind: erstens, finde Qualitätsunternehmen. Zweitens, zahle nicht zu viel. Und drittens, mache dann nichts mehr. Ja, nichts mehr. Amen. Also, liebe Gemeinde, sprecht mir nach. Finde Qualitätsunternehmen. Zahle nicht zu viel. Mache nichts mehr. Amen. Schritt 1. Finde Qualitätsunternehmen ist möglicherweise noch der einfachste. Was macht ein Qualitätsunternehmen aus? Was zeigt dir, dass ein Unternehmen auch schwierige Zeiten gut überstehen kann? Was zeigt dir, dass dieses Unternehmen die Macht hat, den Markt und die Konkurrenz zu dominieren oder besser noch, gar keine Konkurrenz zu haben? Die Punkte sind vielschichtig. Hat das Unternehmen einen sogenannten Burggraben, einen Graben, der breit ist und die Konkurrenz auf Abstand hält, ein Alleinstellungsmerkmal, das sich positiv auf das Geschäft auswirkt? Hat das Unternehmen eine starke Markenpower, eine Marke, für die die Menschen liebend gerne mehr bezahlen und nicht im Traum daran denken, zum billigeren Konkurrenzprodukt zu greifen? Steht bei dem Unternehmen der Kunde im Fokus? Und es wird alles daran gesetzt, dem Kunden den Kauf oder die Erfahrung mit dem Unternehmen so angenehm wie möglich zu machen. Werden hier hohe Margen erzielt oder höhere als bei der Konkurrenz? Denn so hat das Unternehmen mehr Platz zum Agieren, mehr Geld, das es nutzen kann, um zu investieren oder zu wachsen oder die Shareholder-Value durch Aktienrückkäufe zu vergrößern. Wie geht das Unternehmen mit dem Geld um? Wie viel Rendite kann das Management mit dem eingesetzten Kapital erzielen? Oder ein weiteres Merkmal von Qualität, die über Jahre hinweg an den Tag gelegt wird, können auch die Titel wie Dividendenaristokraten sein oder Dividendenkönige oder eventuell Dividendenzombies, bekannt aus meinem Video über die Dividendenzombies. Unternehmen, die schon seit über 100 Jahren Dividende zahlen. Zombies deshalb, weil die Dividende einfach nicht sterben will. Und ja, auch das sagt etwas über ein Unternehmen aus,
wenn es 25, 50 oder 100 Jahre über Krisen, Rezessionen, Kriege und all das hinweg die Dividende weitergezahlt oder sogar gesteigert hat? Ja, das ist der erste Schritt. Natürlich muss man sich hier jedes Unternehmen sehr gut anschauen, bevor man sein hart verdientes Geld reinsteckt. Und es ist sicherlich Arbeit, ein Unternehmen zu analysieren. Aber die Zahlen sind da und jeder hat den Zugang und kann es sich selber anschauen. Schwieriger wird es da schon bei Schritt 2. Zahle nicht zu viel. Du hast ein schönes Qualitätsunternehmen gefunden. Gratuliere. Sauber. Sehr schön. Jetzt ist es wichtig, dass du nicht zu viel für dieses Unternehmen bezahlst. Und hier wird es schon schwieriger, wie ich sagte, denn hier können auch mal Emotionen mit ins Spiel kommen. Denn wenn du ein schönes Unternehmen entdeckt hast, willst du es natürlich kaufen. Dann steigt der Kurs und die FOMO packt dich. Doch pass auf, dass du dich hier nicht von einem Hype erwischen lässt. Finde den fairen Wert für dieses Unternehmen heraus. Da können verschiedene Modelle für verschiedene Unternehmen passen. Mach dir bewusst, welchen Preis du für das Unternehmen zahlen möchtest, denn wenn du den fairen Preis für dich festgelegt hast, dann erkennst du auch den Zeitpunkt, an dem das Unternehmen vielleicht sogar ein richtiges Schnäppchen ist. Und auch absolute Qualitätsunternehmen können zu Schnäppchenpreisen gehandelt werden. Wenn sie den anderen Marktteilnehmern auf einmal als zu langweilig erscheinen oder durch einen Crash oder Bärenmarkt mit den anderen Unternehmen zusammen nach unten gerissen werden, dann kommt deine Chance. Bewertung spielt eine sehr wichtige Rolle, denn schauen wir kurz auf den Chart eines zweifellosen Qualitätsunternehmens. Hier eingezeichnet die Entwicklung des Gewinns bei der durchschnittlichen Bewertung der letzten Jahre anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Die Vergangenheit hat es gezeigt. Wenn es jetzt so weitergeht, dann ist es natürlich besser für dich und dein Geld hier einzusteigen als hier und dann gegebenenfalls noch Jahre warten zu müssen, bis dort wieder Rendite einkehrt. Nun, liebe Gemeinde, kommen wir zur schwierigsten Aufgabe beim Investieren. Schritt 3. Mache nichts. Du hast ein Qualitätsunternehmen gefunden. Du hast es auch noch günstig eingekauft. Hammer. So soll es sein. Amen. Ja, Amen. Nun gilt es, auf die Qualität des Unternehmens zu vertrauen und dich nicht von wackeligen Börsenkursen verrückt machen zu lassen. Bedenke, der Aktienkurs hat besonders in kurzen Zeiträumen streng genommen nichts mit dem Unternehmen zu tun. Das Unternehmen arbeitet, erzielt seinen Cashflow, seine Umsätze und Gewinne. Der Kurs zeigt nur die Meinung, was Leute aktuell für einen angebrachten Preis halten. Auf lange Sicht pendelt es sich bei den Kennzahlen ein, mit Unter- oder Übertreibung. Und genau von denen darfst du dich nicht verrückt machen lassen. Und das ist unglaublich schwer. Besonders in der heutigen Zeit, in der man das eigene Depot ja immer in der Hosentasche mit sich trägt und man schaut drauf, oh, heute 2% im Plus, die Stimmung ist grandios. Oh nein, heute 5% im Minus, der Tag ist gelaufen. Du darfst deine Stimmung nicht davon abhängig machen. Von 2% Plus ist noch niemand reich geworden und von 5% Minus auch noch keiner arm. Solange du nicht verkaufst, versteht sich. Deshalb vertraue auf die Qualität der Unternehmen und vertraue, dass es mit dieser Qualität zu deinen Gunsten ausgehen wird. Ja, wir leben in einer schnelllebigen Welt und du wirst von morgens bis abends mit Worten wie Disruption und so beschallt. Irgendjemand hat mal gesagt, alle 15 Jahre ändert sich alles. Und selbst wenn das so ist, dann gibt es Unternehmen, die schon mehrere 15 Jahre Zyklen überstanden haben, noch immer da sind, weil sich entweder an ihrem Business nichts geändert hat oder weil sie verstehen, wie man sich anpasst. Ja, ich weiß, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Natürlich kannst du vielleicht einmal im Jahr oder so fragen, ob das Unternehmen noch das ist, welches du gekauft hast oder noch auf dem Weg ist, den du für das Unternehmen gesehen hast. Klar, aber schwebe nicht jeden Tag aufgrund von einer Meldung, dass Cola oder Burger oder die Bank deines Vertrauens jeden Augenblick tokenisiert werden könnten mit dem Finger über dem Verkaufsbutton. Verbringe deine Zeit lieber mit sinnvollen Sachen. Finde das nächste geile Unternehmen. Oder geh mal wieder Gassi mit deinem Hund
oder triff dich mit deiner Familie auf einen besinnlichen Weihnachtstee. Also, liebe Gemeinde, um das Ganze noch einmal zu verinnerlichen, wiederholt mit mir die heilige Dreifaltigkeit des Investierens. Finde Qualitätsunternehmen. Zahle nicht zu viel. Mache nichts mehr. Amen. Jetzt schlag bitte die Gesangsbücher auf Seite 112 auf und wir singen zusammen. Die Gesangsbücher findet ihr in der Bank vor euch oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Denn, liebe Gemeinde, ich möchte, dass ihr alle mitsingt. Das traditionelle Weihnachtslied »O kommt, ihr Aktionäre«. Und dort singen wir Strophe 1 und 2. Und um uns daran zu erinnern, dass Bautznachten halt auch dafür da ist, um als Säugetiere näher zusammenzurücken, so lasst uns nun auf das beliebte Krippenspiel schauen. Die Entstehung von Bautznachten. Es war eine kalte, verschneite Nacht im Dezember 2007 und der damals selbsternannte König der Finanzwelt, Richard S. Falt, der Zweite, rief all seine Untertanen und Bürger des Landes zusammen, um bei einer Kapitalerhöhung neue Lehman Brothers Anteile zu kaufen. Josef und seine hochschwangere Frau Maria machten sich also mit ihrem letzten Hab und Gut auf den Weg, um dem Willen des Königs nachzukommen. Der Weg durch das Land nach New York City war weit und beschwerlich. Sie wussten, sie würden es bei diesem Schnee treiben und in der Dunkelheit nicht schaffen. So klopften sie an diverse Türen und baten um einen Platz für die Nacht. Doch die meisten Menschen hatten keinen Platz mehr, da einfach zu viele Bürger dem Ruf des Königs gefolgt waren. Doch als sie an eine Schenke kamen, hatte die gute Wirtin Mitleid mit dem Paar und sie sagte, »Geht hier um den 43. Block, hinter meiner Schenke steht ein Stall. Es ist nicht sehr luxuriös, aber es ist ein Dach über dem Kopf und es ist warm. Ihr könnt bei den Tieren im Stroh schlafen.« Josef und Maria überschlugen sich vor Dank und wollten der Wirtin einige ihrer letzten Dollar überlassen. Doch die Wirtin lehnte ab. Sie sagte zu Josef, »Ich sehe, dein Weib trägt ein Kind unterm Herzen. Ihr werdet das Geld dringend benötigen. Sicherlich seid ihr auch für die Kapitalerhöhung des Königs gekommen und ihr solltet jeden Dollar lieber sicher investieren und in die Hand der Lehman-Brüder legen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass euch etwas ganz Besonderes umgibt. Bitte seid meine Gäste in meinem Stall.« Josef bedankte sich abermals und dachte bei sich, es stimmt. Die Wirtin spürt es also auch, etwas ist hier im Spiel. Immerhin ist Maria hochschwanger und das, obwohl ich noch nie bei ihr gelegen habe.
Und kaum hatten sie sich im Stall ausgebreitet, begann es. Die Niederkunft. Maria bekam das Baby. Dr. Esel, das war der Esel im Stall, der zufällig auch ein Doktor war, assistierte und brachte das kleine Kind gesund und munter zur Welt. Maria hielt ihr Kind in den Arm und sagte, verdammte Wauze, das ist ja ein Hund. Josef, ich kann das alles erklären. Doch Josef sprach, Maria, sag nichts, ich weiß, das ist Gottes Beitrag. Ich werde diesen kleinen Hund lieben wie mein eigenes Kind. Zur gleichen Zeit wanderten die drei heiligen Könige, Warren, Peter und Bill, ebenfalls zufällig durch die verschneite Nacht, als sie in der weiten Ferne einen grellen Stern aufgehen sahen, zufälligerweise über dem Stall, den wir bereits aus der Geschichte kennen. Sie standen so da und alle so, wow, dieser helle Stern. Und just in dem Moment erschien ihnen ein Engel. Erst konnten sie ihren eigenen Augen nicht trauen, doch dann erkannten sie. Es war der Engel Benjamin Grahamiel. Er sprach zu ihnen, heilige drei Könige, heute ist der Heiland geboren. Er soll seinen Jüngern das Investieren auf leichte und witzige Weise näher bringen. Dafür ist er auf eure Fähigkeiten angewiesen. Warren, bringe ihm deine Gabe, Investition tatsächlich wie ein Investor zu sehen, wie ein Anteilseigner im Unternehmen, und lass ihn nicht zu viel bezahlen. Peter, deine philosophischen Ansätze und Sichtweisen werden nötig sein. Und Bill, vielleicht kannst du ihm einfach mein eigenes Buch, Der intelligente Engelinvestor, mitbringen, ja? Danke. So geht hin und sucht den kleinen Racker auf. Der Stern zeigt euch den Weg. Und die drei heiligen Könige fragten, welcher Stern? Na, der mega helle, den ihr eben noch gesehen habt. So machten sich die heiligen drei Könige auf den Weg, und als sie im Stall ankamen, lag ein kleiner Hund in der Krippe. Alle wussten, nur das kann der kleine Wauzus Wauztus sein. Sie taten, wie der Engel ihn geheißen, und legten ihre Gaben nieder. Just in diesem Augenblick hörten sie das leise Bellen des Hundes in der Krippe. Nein, warte, es war kein Bellen. Er spricht. Alle starrten sich an. Er spricht, haltet ein, was sagt er? Und der Wauzi fragte, Mama, Mama, wo steht der Dow Jones heute? Und Maria war zwar verwundert, doch sie antwortete, bei 14.164 Punkten. Und da sprach der Wauzi, nicht kaufen! Was letztendlich, wenn man den Chart heute anguckt, auch egal gewesen wäre, aber so hat er seinen Eltern wenigstens einiges an Kopfzerbrechen erspart, und deshalb feiern wir heute Wauznachten. Also, liebe Gemeinde, erinnert euch, Wauznachten ist auch da, um zu geben, der Familie, den Freunden und auch den Fremden, die in später Nacht darum bitten, bei euch im Stall übernachten zu dürfen. Und natürlich denkt noch dran, wenn ihr gleich die Kirche verlasst, die Kollekte ordentlich klingeln zu lassen. Der Inhalt kommt dann ausschließlich kleinen Chihuahuas zugute, die dazu genutzt werden, lustige Internetvideos übers Investieren machen zu müssen. So, Freunde, ich bedanke mich noch einmal, dass ihr alle diesen Weihnachtsgottesdienst beigewohnt habt. Ich hab euch alle lieb und wünsche euch noch ein paar besinnliche Feiertage. So geht nun in Frieden. Möge der Börsenbulle Eschiwawa mit euch sein. Und zieht euch doch jetzt noch meinen brandneuen Song Becky und Warren rein. Et nomini Patre, et Fifi, et Spiritus Vauzi. Amen.